Und wir haben gefragt, was beschäftigt euch? Wo könnten wir am meisten dienlich sein? Und was wir gehört haben zurück und was wir beobachten auch in der Welt da draußen, es sieht so aus, als wären wir im Kampf unseres Lebens. Im Kampf unseres Lebens insofern, weil wir haben Dinge, die wir beobachten können, wie die Welt sich verändert. Wir haben diese kollektive Erfahrung gemeinsam. Corona, die ganze Pandemie, immer wieder Lockdowns, veränderte Situationen in der Familie, in der Schule, in der Öffentlichkeit. Wir haben politisches Aufwühlen, gerade für mich als Amerikanerin in den USA, Biden, Trump, wer gewinnt, was passiert, wenn der. Wir haben die Umwelt, beschäftigt viele. Wie geht es weiter mit unseren Ressourcen auf diesem Planeten? Und. Ganz viele Dinge im Außen. Und die Menschen fühlen sich beunruhigt, ängstlich, wütend, ungerecht behandelt. Alle möglichen Gedanken und Gefühle zu diesen Ereignissen. Und wir dachten, es könnte helfen, dahin zu schauen, wo die Leichtigkeit ist. Da, wo die Leichtigkeit ist, ist Folgendes. Im Leben gibt es zwei Arten von Stürmen überwiegend. Es gibt die Lebensstürme. Also, was meine ich damit? Das Leben entfaltet sich, wie das Leben sich tut. Und es stürmt. Es stürmt in der Welt draußen, in der Manifestierung, in der Form. Stürme des Lebens in meinem Leben waren Sachen wie Tod von mir sehr nahestehenden Menschen, Arbeitslosigkeit anhaltend, eine 4-jährige Körperschmerz, chronische Schmerzsituation. Und. Stürme des Lebens, die Pandemie, das Leben, das sich entfaltet, auf Weisen, die auffüllend sind, die anders sind, als wir gewohnt sind, die wir vielleicht als schlecht bezeichnen. Die anderen Stürme sind die Stürme in unserem Kopf. Wo unsere Gedanken aufgewühlt sind. Wo wir das starke Gefühl haben, hingezogen zu werden zu diesen Gedanken. Stürme des Lebens und Storms in your head. Ja? Und jetzt sage ich es auf Englisch. Das ist das ganze Geheimnis, wofür ihr gekommen seid heute. Ich schwöre es euch. You can't solve the storms of life with the storms in your head. Du kannst die Stürme des Lebens nicht lösen durch die Stürme in deinem Kopf. Ich wiederhole es, weil es so wichtig ist. Du kannst die Stürme des Lebens nicht lösen durch die Stürme in deinem Kopf. Heute habe ich einen Freund zum Bahnhof gebracht, bevor unser Webinar stattgefunden hat. Und ich habe an eine Situation in meinem Leben gedacht, was für mich ein Sturm war, ein Sturm des Lebens. Ich lebte in München in 2004 und ich habe einen Anruf gekriegt von meiner Schwester, mitten in der Nacht,
Vielleicht hast du das in deinem Leben erlebt, wenn ein Anruf kommt um 1 Uhr morgen, 3 Uhr morgen, wo niemand sonst anruft. Und du einfach weißt, uff, mulmiges Gefühl. Es kann eine schlechte Nachricht sein. Und meine Schwester sagte zu mir, Shelia, Mama liegt im Krankenhaus und sie ist im Koma. Sie hat einen Herzinfarkt und sie hat es nicht geschafft, schnell genug ins Krankenhaus zu kommen. Sie war sehr lange ohne Sauerstoff. Und du sollst kommen, es kann sein, dass sie es nicht überleben wird. Und ich bin in Deutschland gewesen, sie in Tennessee, dort, wo ich aufgewachsen bin, zu einem Teil meines Lebens mit meiner Familie, zusammen mit meiner Mama, meinem Papa und meinen Geschwistern. Und ich legte auf und in der ganzen Auffühlung dieser Angst, möglicherweise den Menschen zu verlieren, der mir am allernächsten ist in dieser Welt, habe ich zum Weinen begonnen. Und dann begann ich, alles in die Wege zu leiten, dorthin zu gehen. Flüge gesucht, Flüge gebucht, Taxi gebucht, mich ins Flieger gesetzt, die ganze Zeit im Flieger, diese Auffühlung von nichts tun können, einerseits, weil ich im Flieger sitze und ruhig sein und anders in dieser Angst sein, was könnte passieren, wenn ich ankomme. Ich habe den Sturm in meinem Kopf gespürt. Der Sturm, ich könnte sie verlieren. Und ich fühlte das in meinem ganzen Körper. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Den ganzen Flug. Dort angekommen, habe ich mich die 3 Stunden von Atlanta nach Tennessee gemacht. Und irgendwas hat sich gedreht. Alle Gedanken in meinem Gedankensturm fielen von mir weg, komplett. Und ich war in der absoluten Klarheit und in der Ruhe. Und ich ging zum Krankenhaus und mein erster Gedanke war einfach nur, wo sind Ihre Ärzte? Ich muss mit den Ärzten sprechen. Und das habe ich getan. Und über 4 Tage, wo sie im Koma lag, kamen immer mehr Familienmitglieder an, immer mehr Freunde von außen, die dabei sein wollten. Und von Minute zu Minute wusste ich, was als nächstes zu tun gibt. Die Tante im Arm nehmen, der es nicht gut geht. Zu meiner Mutter hin, in ihr Krankenzimmer, und ihr die Füße massieren, eincremen. Sie hatte so trockene Hände und Füße. Ihr ein kaltes Tuch auf den Stirn legen, wieder rausgehen, Essen holen für meinen Vater und für meine Geschwister, für die anderen, zurückgehen zum Zimmer, die Hand meiner Mutter halten, rausgehen, Geschichten erzählen, lachen über gemeinsames Erlebtes. Rausgehen, frische Luft holen, in die Welt sehen, dass alles weitergeht, während im Krankenhaus alles stillstand. Reingehen, mit den Ärzten widersprechen.
Gib Zeichen, dass sie besser wird. Nein, die gab es nicht. Zu meiner Mutter hin. Wieder die Hände und die Füße eincremen. Erstaunt sein, dass ihr Nagellack so schlecht war. Nicht wissen, ob ich ihre Zehennägel noch streichen soll. Ob sie das überhaupt noch erleben wird, dass ich das gemacht habe. Und so weiter und so fort. Schritt für Schritt. Das nächste, was es zu tun gibt, wissen und es tun. Im Sturm des Lebens, in den Stürmen des Lebens, sind wir bestens dafür gewappnet, mit schwierigen Situationen umzugehen. Wir sind meisterhaft darin, den nächsten klitzekleinen Schritt zu erkennen. Das Coole ist, wir haben ein eingebautes, perfekt funktionierendes GPS-System. In dieser Situation, meine Mutter hat das Ganze nicht überlebt. Die ist gestorben. Aber ich habe in diesem einschneidenden Erlebnis was gesehen. Ich habe gesehen, dieses Geschenk, das ich bekommen habe, vom nicht im Sturm meiner Gedanken zu sein. Ich weiß nicht, warum es nicht gekommen ist, warum ich so klar geblieben bin. Es ist gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, in allen Situationen im Leben, wo es einen Sturm gibt im Außen, die Stürme des Lebens, ob die Gedanken da sind oder nicht gerade, ob wir das Glück haben, dass die inneren Stürme ruhig sind oder laut, spielt keine Rolle, weil unten drunter dieses perfekte GPS am Laufen ist. Und wenn wir wissen, die Stürme des Lebens können nicht gelöst werden über die Stürme im Kopf, können wir tiefer gehen und spüren, was als nächstes ansteht. Viele Menschen, fast alle Menschen, die hineingehen in die Stürme ihres Kopfes, um die Stürme des Lebens zu lösen, tun das unschuldig. Sie tun das, weil sie glauben, wenn sie nicht darüber nachdenken, dass sie was verpassen, dass ihnen was entkommt, dass sie eine wichtige Entscheidung irgendwie übersehen, dass sie nicht aktiv werden an einem Moment, wo es wichtig wäre. Sie haben die Angst, ganz oft, zu passiv zu werden, nicht sich zu beteiligen am wichtigen Geschehen, wenn sie nicht darüber nachdenken. Und wenn wir sagen, die Stürme des Lebens löst man nicht mit den Stürmen im Kopf, heißt es nicht, dass es nicht etwas zu tun gibt. Nur das Tun, was wir sehen zu tun, kommt von einem anderen Ort in uns. Es kommt von diesem Teil in uns, was verbunden ist mit der tieferen Intelligenz des Lebens. Es ist nicht aus diesem aufgescheuchten Verstandeskopf, der
unschuldigerweise sich im Kreis dreht, um uns Lösungen zu bieten und uns in Aktivismus antreibt? Ist es ein ruhigeres Entscheiden? Ist es ein ruhigeres Tun? Bevor ich zu Lea übergebe, möchte ich euch von der Elizabeth Gilbert erzählen. Elizabeth Gilbert hat das Buch geschrieben, Eat, Pray, Love. Sie ist eine fantastische Schriftstellerin, ein sehr spiritueller und weiser Mensch. Sie hat ganz viele wunderschöne Interviews auf YouTube. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, kann ich die wärmstens empfehlen. Und ich habe so ein Interview gesehen mit ihr. Sie sprach in Boston, glaube ich, vor der Pandemie, so am Ende 2019, auf einer Konferenz für Erfolgsmenschen und Marketing-Experten. Und sie wurde dort als Keynote-Speaker eingeladen. Sie ist eine beliebte Sprecherin, weil sie so toll ist, so toll sprechen kann. Und sie wurde in einem Vorinterview über ihre Rede, die kommen würde, befragt. Und die Interviewer hat gefragt, hey Elizabeth, du gehst gleich auf die Bühne. Was wird deine Botschaft sein an diese viele hunderte Menschen, die im Publikum sitzen? Komm, gib uns ein Sneak Preview, was kommt gleich? Und Elizabeth hat gesagt, sowas wie das. Ich gebe es in meinen besten Worten wieder. Sie hat gesagt, in Kampfkunst weiß jeder, dass der entspannteste Mensch im Raum die meiste Macht hat. Dieser Kampfkünstler hat einen 360-Grad-Blick. Er erkennt Gefahren und Gegner, bevor die anderen es tun. Er sieht, was er tun könnte, um den Gegner auszuhebeln. Und er sieht aber auch, wo es nichts zu tun gibt und dadurch nicht in unnötiger Aktivismus. Er spart seine Energie. Er sieht Opportunities, also Chancen. Es ist eine magische Fähigkeit, dieser 360-Grad-Blick. Und eigentlich, wo sie hindeutete, in anderen Worten war, natürlich haben wir alle Menschen Stürme in unseren Köpfen. Der entspannte Kampfkünstler hat das auch. Aber er geht nicht dorthin, zu den Stürmen im Kopf. Der bleibt präsent in diesem Moment. Entspannt. Um den Kampf zu meistern, um die Stürme des Lebens zu begegnen.